Er hat seinen Einhandkolben gedroppt, der mittlerweile, wie ich feststellen musste, sogar Multi-Strike drauf hatte. Ein etwa, also seit Warlords of Draenor neu eingeführter Stat, gibt einem zwei Chancen zu jeweils X%. Das hängt von der Multi-Strike-Chance ab. Dass man zwei zusätzliche Schläge mit 30% der urtümlichen Stärke erhält. Ist eigentlich ein ganz netter Stat. Skaliert mehr oder weniger genauso gut wie Crit, also schadenstechnisch her. Da Multistrike allerdings, ja. Multistrike skaliert bei den meisten Klassen allerdings ein bisschen besser. Es gibt ja Klassen, die profitieren nicht unbedingt immer so gut von Crit, weil sie von Crit einfach nichts haben. Es gibt andere Klassen, die profitieren stärker von Multi-Strike, einfach weil sie entweder mehr Schaden durch Multi-Strikes machen oder durch Multi-Strikes irgendwelche Effekte ausgelöst werden. Lauter solche Sachen halt. Und dann stehen wir jetzt wieder in Sturmwind. Und ich denke, jetzt kommt die 10 Minuten Wartezeit auf die nächste INI. Und ich glaube, ja, nee. Ich weiß nicht jetzt gerade, ob ich es rausschneiden soll oder nicht, aber ich glaube, ich lasse es drin. Wenn ich hier durchleide, dann sollt ihr auch leiden. Außerdem habe ich so eine halbe Folge mehr. Müssen wir nicht mehr so häufig aufnehmen. Oh, und ich habe hier noch Nüsse rumstehen. Ich glaube, die Nüsse habe ich sogar irgendwann mal in die Webcam reingehalten. Ich weiß nur nicht, ob die Webcam das eben aufgezeichnet hat oder nicht. Die hat nämlich manchmal ein paar Sprünge drin. Nüsse. Naja, gut, ich hab Hunger. Ich esse jetzt Nüsse. Mir egal, was ihr dazu sagt. Ich meine, ihr schaut ja auch einem Typen dabei zu, der 3 Minuten lang Monte isst. Da könnt ihr auch einem Typen dabei zuhören, wie er Nüsse isst. Erdnüsse. Oh, jetzt ist mir sogar schon der Bildschirm schon angegangen. Ja, das kommt davon, wenn man über eine Stunde lang die Maus nicht mehr bewegt, sondern einfach nur noch da sitzt und zuschaut oder aus dem Fenster schaut. Oder war es eine halbe Stunde? Weil ich habe ja vorhin von einer halben Stunde, glaube ich, mal irgendwas nachschauen wollen, das dann allerdings nicht ging. Naja. Die nächsten paar Minuten passiert jetzt eh nicht wirklich was. Außer, dass ich mit meinem Paladin ein bisschen durch Sturmwind durchreite, die Wartezeit zu überbrücken. Chrissy spielt in der Zwischenzeit auf seinem Smartphone Pokémon Smaragd Emulator weiter. Mit seinem ultra tollen Team. Und entweder hängt die Aufnahme gerade oder ich habe ein Standbild hier. Aber ich glaube, die Aufnahme hängt hier.
Ich glaube, ich mache mal ganz kurz einen Stopp von diesem Kommentar und schau mal, ob da was los ist. Einen Moment. Okay, es hat sich erledigt. Es hat sich wirklich nur bei mir das Bild aufgehängt. Mehr war nicht. Naja. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich zu erzählen habe. Ich muss immer noch ein paar Minuten überbrücken, bis wir in die nächste Inni reinkommen. Chrissy schaut hier gerade irgendwas nach. Man sieht hier schon, wie die Webcam ein bisschen stockt. Ich habe da gerade das Licht angemacht. Chrissy war ziemlich geblendet davon. Da habe ich mir gedacht, komm, ich muss hier nochmal so jemanden in die Kamera halten. Das ist nämlich mein kleines Labras. Ja, das hat man jetzt nicht wirklich gesehen. Ich habe Labras wieder aus dem Kamerabild rausgeschmissen. Ist allerdings weich auf meinem Bett gelandet. Dem Kleinen passiert da nichts. Ich reite hier jedenfalls fröhlich weiter durch Sturmwind. Zurzeit ist übrigens auch das Liebe liegt in der Luft fest. Anlässlich zum Valentinstag, der ja jetzt bald ist. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier seht, ist er ja schon längst vorbei. Denn wir müssten jetzt mittlerweile in der vierten Folge dieser Aufnahme sein. Das ist dann folglich der Tag, an dem dieses Video online ist, ist dann wahrscheinlich der 7. März schon. Also es ist frühestens der 7. März, wenn ihr die. Nee, Moment, 6. März. Ein Tag vertan. Es ist frühestens der 6. März, zu dem ihr dieses Video seht. Und bis dahin ist der Valentinstag schon längst vorbei. Da reite ich mit meinem Kranich durch die Kanal durch. Der Kranich ist ja zum Glück groß genug, dass der da drin auch stehen kann, ohne schwimmen zu müssen. Zumindest an den meisten Stellen. Fahren auch die ganze Zeit die ganzen Liebesboote durch die Kanäle durch. Und die Stadtwachen sind allesamt parfümiert. Was man an diesen tollen rosa Duftwolken sehen kann, die von ihnen ausgehen. Zum Glück habe ich von diesem Fest schon alle nötigen Erfolge gemacht. Für den Meta-Erfolg zumindest. Mir fehlen von den ganzen Festtagserfolgen nur noch zwei Stück. Leider die schlimmsten. Die habe ich mir schlauerweise für den Schluss aufgehoben. Und ich habe schon seit, ich glaube, 4 Jahren keinen Bock mehr, die zu machen, obwohl ich den Rest schon so Ewigkeiten lang habe. Aber ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, Nobelgärten und Kinderwoche die Erfolge zu machen. Auch wenn ich dafür noch diesen tollen rosanen Proto-Drachen bekomme. AKA Barbie-Drache. Der so genannt wird, eben wegen seiner Farbe. Früher habe ich den Erfolg angefangen, weil es damals noch das superschnelle Fliegen dazu gegeben hat. Allerdings, seitdem die Mounts account-weit waren,
haben sie das Fliegen davon abgekoppelt. Das wären dann 4000 Gold, die ich mir damals gespart hätte, aber dann, als sie das rausgenommen haben, habe ich mir gedacht, ach komm, scheiß drauf, komm, die 4000 Gold, die nimmst du jetzt in die Hand, zumindest für deinen Main, damit der zumindest maximale Fluggeschwindigkeit hat. Mittlerweile interessieren mich die 4000 Gold sowieso nicht mehr. Seitdem Warlords of Draenor draußen ist, habe ich nämlich eine schöne Goldgrube in meiner Garnison gefunden. Mittlerweile stehe ich da mit knapp über 200.000 Gold. Und ich bin ganz zufrieden damit. Vor allem, weil ich noch nie so viel hatte. Ich bin dennoch immer noch sehr sparsam damit, denn ich weiß genau, wenn ich anfange, das Zeug auszugeben, ist es ruckzuck weg. Man soll sich zwar hin und wieder was gönnen und so ein paar kleine Ausgaben in Höhe von bis zu 20.000 Gold sind schon mal hin und wieder mal drin, aber man sollte es nicht übertreiben. Man will schließlich auch ein bi aber man sollte auch schließlich ein bisschen was von seinem Geld haben. Ansonsten, was mir jetzt gerade noch so einfällt, ich kann dir noch ein bisschen was darüber labern, was ich so in Zukunft noch für Projekte plane, die ich allerdings momentan noch nicht umsetzen will, weil momentan zu viel davon läuft. Das sind nämlich auch größtenteils Pokémon-Projekte, weil momentan auch einfach drei Pokémon-Projekte noch laufen, nämlich Feuerrot, Weiß und Silber. Habe ich mir gedacht, vier wäre schon zu viel. Sonst wird ja fast nur noch Pokémon kommen, was es sowieso schon tut, aber egal. Ich will nicht, dass es so stark überhand nimmt. Ich warte, bis irgendeins von den drei aktuellen Pokémon-Projekten fertig ist. Dann werde ich auf jeden Fall noch eins der folgenden Projekte starten. Also was auf jeden Fall noch kommt, ist, was ich mit Koto auch wieder zusammen machen werde. Wir werden Pokémon Weiß 2 noch durchspielen, weil wenn wir Pokémon Weiß spielen, dann muss auch der zweite Teil noch her. Und ja, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Das ist wieder ein Together-Projekt, ähnlich wie Pokémon Weiß, Feuerrot und Pokémon Silber. Und da kommt noch endlich der letzte Instanz-Invite. Für die untere Schwarzfelsspitze übrigens. Eine relativ lange Instanz, aber auch mal schön ein bisschen Abwechslung zu den Schwarzfelstiefen zu haben. Chrissy hat sich da vorhin übrigens ein bisschen gefreut, weil endlich mal unter den Schwarzfellspitzen, weil der hat ja eigentlich schon nach dem Tempel von Atalhaka, hat er schon drauf gehofft, dass wir in die unteren Schwarzfellspitzen kommen. Die heißen übrigens untere Schwarzfellspitzen, weil es natürlich auch die oberen Schwarzfellspitzen gibt. Die war früher im gleichen Levelbereich wie für die untere Schwarzfellspitze. Allerdings wurde die Instanz mit Warlords of Draenor neu designt und ist mittlerweile eine Level 100 Instanz. Die werden wir auch noch machen, werden wir auch auf jeden Fall noch zeigen. Wir wollen alle Inis ja mal gemacht haben. Ich denke, aus Classic haben wir jetzt auch alle. Ich meine nicht, dass wir irgendeine ausgelassen hätten. Die einzige Classic-Innie, die wir so noch ausgelassen haben, die reichen wir mit Level 100 nach. Also die mussten wir zwangsweise auslassen, weil einfach nicht mehr vorhanden. Sonst hätten wir die gern noch gemacht. Aber da müsst ihr jetzt euch noch ein bisschen gedulden. Demnächst kommen dann die ganzen The Burning Crusade Instanzen. Die sind ja auch alle sehr interessant. Auch wenn einem irgendwann das Höllenfeuerbollwerk zum Hals raushängt. Weil es einfach zum x-ten Mal kommt.
Und ob wir alle Burning Crusade Instanzen schaffen, weiß ich nicht. Da gibt es nämlich so ein paar ganz spezielle, die erst ab Level 68 spielbar sind. Und das ist so eine Zeit, wo wir eigentlich schon nach Nordend könnten, wenn ihr versteht. Und in den Nordend-Instanzen gibt es halt wieder schon den etwas interessanteren Loot für uns, also Item-Level-technisch dann. Wobei ich gerade nicht auswendig weiß, wie sich das eigentlich mit nach dem Squish jetzt verhält. Da muss ich mich eigentlich mal ein bisschen erkundigen darüber. Naja, wir haben auf jeden Fall noch eine Menge vor uns. Die nächsten 10 Level nach dieser Aufnahme, also ich kann ja, ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass wir das noch bis Level 58 schaffen. Wir sind jetzt schließlich Level 57 und gute Hälfte. Jetzt kam noch die ganze Inni mitsamt einem Bonusziel. Da ist es klar, dass wir das auf jeden Fall schaffen, mit dieser Inni noch bis Level 58 zu kommen. Die nächsten 10 Level werden wir uns dann viel in der Scherbenwelt aufhalten. Ich denke mal, wir werden da auch zumindest mal ein Level dort questen, bis Level 59, damit wir auch die Innis aus der Scherbenwelt machen können. Das geht nämlich erst ab Level 59 über den Zufalls-Dungeon. Was wir euch auf jeden Fall zeigen werden, es wird Shattrath sein. Über ein paar Gebiete werden wir noch drüber fliegen. Weil wir werden uns natürlich auch Flugmounts holen. Ist ganz klar. Ab Level 60 dürfen wir ja fliegen. Das werden wir dann auch natürlich ausnutzen. Und durch die ganze Welt nochmal ein bisschen von oben zeigen. Irgendwas muss man ja davon haben, dass man fliegen kann. So, und jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich sagen soll. Verdammt. Naja. Muss ja eh nicht mehr allzu viel quatschen. Es sind nur noch 22 Minuten. Dann habe ich es hinter mir. Dann habe ich diese komplette Aufnahme vollständig überquatscht. Was auch irgendwo so eine leichte Leistung ist, weil, ja, so lange am Stück zu quatschen. Das tut nicht unbedingt immer so gut. Sollte man als Let's Player 2 eigentlich gewöhnt sein. Aber wenn man wirklich gerade, ja, so wenig zum Quatschen hat. Gut, so wenig zu quatschen hatte ich jetzt eigentlich gar nicht, wenn ich so mal darüber schaue. Ich habe fast durchgehend durchgequatscht. Bin auch schon wieder vom Thema abgeschweift. Ich wollte ja vorhin noch so erzählen, was ich noch für Projekte geplant habe. Ich habe ja nur von Pokémon Weiß 2 geredet. Was ich auch noch in Planung habe, ist ein Let's Play von Pokémon Mystery Dungeon. Team Blau und Team Himmel. Die will ich auf jeden Fall noch machen. Und da freue ich mich auch schon ein kleines bisschen drauf. Denn diese Spiele sind einfach nur gut. Und bei mir hat das Bild schon wieder angehalten. Moment. Bin gleich wieder da.